Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Ära? Ich würde eher sagen Let's Fail Minecraft Ära. Ja, wir hatten jetzt ganz lange ein Schwarzbild. Tut mir leid. Das ist ja nie meine Schuld, ne? Aber ihr habt komischerweise wieder Texturen alles hier, ne? Also, Netro, was sieht wieder normal aus? Hab ich wieder eine Textur? Ja! Ich habe keinen Arm. Oh nein. Oh nein. Ach so, ich bin eine Fledermaus. Ja, stimmt doch. Lol. Oh mein Gott, ich habe keinen Arm, ich habe keinen Körper. Was ist los? Doch, meine Textur ist auch wieder da. Aber die Frames sind immer noch auf 18 FPS. Also irgendwas ist da ganz unkoscher. Ja, du blödes Skelett. Ist schon klar. Wo ist denn hier Chunk Loading? Was willst du? Ich will das Quality Performance. Ach so. Ich dachte, du redest mit mir. Smooth FPS. Ha! Ja, jetzt habe ich wieder 50 FPS. Sehr schön. Mal gucken, wie lange das so bleibt. Ja, tut mir leid für diese chaotische Folge gerade. Für die Folge 112. Ruf die Feuerwehr so nach dem Motto. 112. Meinst du, das funktioniert nochmal? Was? Niemand versteht den Gag. Nee, niemand versteht den Gag, außer ihr seid privat bei mir mal gewesen. Und habt diesen Gag gehört. Naja. Und das wäre dann in diesem Fall nur? Ich? Möchte ich hoffen. Yep. Nur du, Wöben. Nur du, Baby. So, pass auf hier. So, sag mir mal, warum wir in letzter Zeit so viele Probleme mit Ära haben, na? Sprechen Sie jetzt sofort. Weiß nicht, was du gemacht hast. Ich war's nicht. Ich auch nicht. Ja. Eigentlich habe ich gar keine Probleme, außer dass ich so alle 15 Minuten vom Server fliege. Ja, das ist ja normal. Gehört ja zu. Mittlerweile dazu. Gehört das dazu, ja. Ich glaube, mittlerweile würden die Leute sich wundern, wenn ich nicht Left the Game machen würde. Ich muss husten. Scheiße. Was? Glaub ich, ja. Ich habe nichts gesagt. Nee, ich habe nur gesagt, ich muss husten. So, Susi hat aber sich heute mal hingesetzt und eine Agenda gemacht, was wir noch so alles machen sollen oder wollen. Was wir alles noch machen wollen und sollen in Minecraft. War mal nötig irgendwie, weil wir eine Struktur brauchen. Mir kam das in letzter Zeit so ein bisschen planlos vor, so alles so halt. Ne? Ach was. Wir haben zwar mal viel privat geredet, was wir noch machen wollen, so, aber dann im Endeffekt hat jeder immer dann so losgelegt und am Ende sind wir ganz woanders gelandet. Was ja auch immer irgendwo nicht schlecht ist, so, ne? Aber wir wollen ja auch mal vorwärts kommen. Ist nicht wahr. Ja, doch. Boah, ich habe jetzt hier aus diesem einen Riesenbaum, den ich jetzt schon die ganze Zeit ab holze, während Mark da seine Probleme hatte, habe ich jetzt schon 26 Saplings rausgeholt. Nice. Und weißt du, was ich gerade rausgeholt habe? Nein, ich weiß auch nicht, ob das 12 Schilder. 12 Schilder habe ich gerade rausgeholt. Ach nee, ey. Wie war der? Pferderüstung. Wo hast du gerade 12 Schilder rausgeholt? Aus Dingen. Aus Dingen? Aus was für Dingen? Habe ich den letztes Mal gebaut oder den? Ich glaube, den habe ich letztes Mal gebaut, ne? Nee, red mal jetzt Klartext mit mir. Was hast du? Wo hast du schon? Nein, oh mein Gott, jetzt hat nicht. Nee, Megastern-Kuka hat hier schon wieder keine. Oh. Was ist hier los? Bitte, sag's mir. Was ist mit mir los? Megastern-Kuka hat schon wieder keine Textur hier. Kuka sieht bei mir ganz normal aus. Alles gut. Ich krieg langsam die Pimpernellen. Also. Die Pimpernellen? Ja, ich pimper gleich die Nellen. Fontanellen. Was? Warte. So, soll ich das jetzt riskieren und nochmal so einen ollen Baum hier hinsetzen oder soll ich es jetzt einfach lassen? Jetzt will mal, es ist schief gegangen. Ich glaube, nochmal mache ich das jetzt nicht. Aber der hinten ist da auch nicht so groß geworden. Mann, nee. Männe. Ich wollte doch nur so einen wunderschönen Kirschbaum vor mein Haus gepflanzt haben. Was ich ja in echt haben möchte, ist, wenn ich mal die groß Möglichkeit bin. Hab,
wenn ich groß bin, dann möchte ich gerne einen Magnolienbaum von meinem Haus. Was ist das denn? Magnolienbaum, das sind, nennt man auch Tulpenbaum, das sind so eine, die haben so ganz, die blühen halt eigentlich gleich ziemlich am Anfang. Die haben so ganz große rosafarbene Blüten. Die gibt es aber auch in ganz vielen Farben. Die gibt es auch in Weiß und ganz tief lila. So. Kriegst du nicht. Krieg ich nicht? Doch. Wenn wir es hinkriegen, kriegst du es. Wenn nicht, dann nicht. So. Machtwort. Was? Machtwort nennst du das, ja. So. Ah, ja. Vielleicht weiß der eine oder andere schon, was ich vorhabe. Mega Sterngucker, du weißt es. Ich habe 2-2 gemacht, aber ist egal. Was hast du vor? Was hast du mit Mega Sterngucker vor, vor allen Dingen? Nee, mit ihm habe ich nichts vor. Lass Mega Sterngucker in Ruhe. So. Das war so lustig auch. Letzte Folge. Sag mal, hatten wir nicht White Cherry Sapling? Hatten wir nicht so einen blauen Baum eingesammelt? Was haben wir eigentlich mit denen gemacht? Muss in den Truhen gucken, weil der wird wahrscheinlich irgendwo da irgendwo gammeln, weiß ich nicht. Irgendeiner Truhe gammeln? Ja, ja, wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht mal mehr, wie der hieß. Also diese Sakura-Saplings, die sind sehr riesig. Und sehr ungeeignet, um die hier in die Walachei zu pflanzen. Guck mal, jetzt noch in unserem Lagerhaus. Ah, da ist er! Ja. Okay. Apropos Lagerhaus, ich glaube, das sollten wir jetzt als erstes mal machen. Ja. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Auf meiner Agenda ganz oben. Lagerhaus beschildern, ordnen und füllen. Füllen? Füllen. Füllen. Es kam gerade geil rüber. Nein. Beschwert die sich schon wieder bei mir? Ich ja. Ich beschwere mich so nie. Dann ist gut. Dann ist gut. Schamloses Gerücht so. Ist das. Ein schamloses? Ja, ein schamloses. Das hat kein... Das hat, oh mein Gott. Oh mein Gott. Mann. Ja, ja. So. Mann. Frau. Mann, ey. Mhm. Oh? Ich find's gut. Ein Huch? Ah. Also, Herr Balusa, wenn Sie heute nur die ganzen Let's Plays und eine Töne von sich geben, dann wird das die beste Unterhaltung ever. Der hat wiederum 2 Beine. Ich verstehe es nicht. Mega Sterngucker ist ein einbeiniger Charakter gerade. Ah, Mega macht der nichts draus. Du siehst bei mir absolut normal aus. So. Hier wache ich. Entschuldigung? Ja. Ja. Hier wache ich. Sandro hieß er doch, ne? Bosi. Ja. Bossmann? Bosimann? Also, kannst du, mach doch Bosimann, man. Ich glaube, das hat er sich mal so genannt. Schauen wir einfach mal für die nächste Aufnahmesession nochmal genauer hin. Ach, verdammt. Verschrieben oder was? Ja. Und was vergessen. Hier wache ich, Doppelpunkt, Sandro Bosiman. Man. Mit einem N. Bosiman. Bosiman. The Bosiman. So, pass auf, hier. Guck, da, zack, boom, peng. Hier wache ich, Sandro Bosiman. Na, mal sehen, was er dazu sagt. Bin ich auch mal gespannt, was er dazu sagt. Damit bist du herzlich aufgenommen in die, ja, wie nennen wir das eigentlich, in unsere Wachtruppe? Ja, Wachtruppe. In unsere Stadtwache. So, liebe Freunde. Jetzt haben wir einmal die Wache Mega Sterngucker und einmal die Wache, hier den Sandro Bosiman. Bern. Hier, nee. Ja, den neuen, ne? Der neue halt. Ach, nee. Der Wortkünstler, der mag. Wieso? Nö. Nur da, so, ne? Guck mal. Was soll ich denn jetzt schon wieder gucken?
Ich bin der Neue. Solange ich das jetzt nicht richtig geschrieben habe, ich weiß es nämlich nicht. Ich hoffe, es ist richtig geschrieben. Ich glaube, ja. Lass ich das jetzt erstmal mit dem Ich bin der Neue da unten. Ah. Gut. Wo soll ich denn? Jetzt haben wir zwei Wachen. Warte, kannst du sofort aussprechen. Jetzt haben wir zwei Wachen und ich würde sagen, Megastellgucker können wir bald befördern. Zum Kommandanten. Wir brauchen aber noch eine Kaserne und die wollen wir auch noch irgendwann mal bauen. Aber jetzt erstmal das Lagerhaus, das ist wichtiger. Und du fragst jetzt, was du was machen willst. Nein, ich wollte dich nur fragen, wo ich den blauen Baum hinsetzen soll. Aber ich setze ihn jetzt einfach mal hier hin. Setz ihn doch bei uns in der Nähe. Ja, hier? Hier? Ich würde ihn vielleicht hier so setzen. Da kannst du ihn von fast jedem Punkt... Ja, so ungefähr hier auf dieser Höhe. Da kannst du ihn von dem Fenster sehen, von dem Fenster und von dem Fenster und von oben. So. Wenn der mal irgendwann gewachsen ist. Hm. So. Okay, dann mach mal erstmal Kisten. Ich habe gesehen, da fehlen noch welche. Da fehlen noch ein paar. Ich schreibe schon mal Schilder dran. Wo schreibst du Schilder dran? Im Lagerhaus. Nee. Wieso nicht? Weil ich das machen will, weil du nicht weißt, wie ich das ordnen will. Dann zeige ich dir mal ein Beispiel, wie ich das haben will mit den Dingern. Dann mache ich dir ganz viele Schilder einmal. Ja. Einmal ein Beispiel. Oh, falsche Taste. Nein, nicht X, nicht Y. So, da. sagen wir mal Kohle. Einfach beispielhaft jetzt. Kohle. Also, Eisen. Okay. Nee, ich hatte mir das so gedacht, dass wir halt, weiß ich nicht, die eine Seite machen wir halt Materialien. So Baumaterialien. In irgendeiner, sag ich mal, cleveren Reihenfolge. Mhm. Und auf die andere Seite halt Lebensmittel irgendwie, keine Ahnung. Okay. Also was, wenn du dir jetzt mal anschaust gleich, dann siehst du, wie ich das meinte, mit den Pfeilen und so. Hier auf der Kiste habe ich das jetzt beispielhaft mal gemacht. Rechts Kohle, links Eisen. Ja. Dafür braucht man Leder? Nein. Hast du nicht gesagt, wir brauchen ganz viel Leder für Schilder? Nein, das sind die Rahmen, die ich meinte vorhin. Die, wie wir das in unserer normalen Welt gemacht haben. Ja, warum sollte ich denn, warum sagtest du denn, wir brauchen Leder? Weil ich dachte, du wolltest das mit Rahmen machen. Wenn du Rahmen machst, dann brauchst du, ich weiß nicht, Stickies, glaube ich, und dann in der Mitte Leder. Oder außenrum? Ich weiß es jetzt nicht. Wolltest du hier ganz oben auch, ja, ne? Auch Kisten, ja. Von beiden Seiten. Okay. Warte, da haben wir alle Kisten voll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16. Okay, jetzt fehlt nur hier oben die Reihe und hier unten fehlen noch zwei Kisten. Drei Kisten, also zwei große, eine große und eine kleine. Sprich drei normale Kisten und dann fehlt auf der Seite noch einiges, okay. Weißt du was? Weißt du was? Weißt du was? Nö. Wir haben aber gar nicht erklärt, warum der liebe Sandro sich den Platz verdient hat. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Wollen wir das mal kurz erklären? Weil er ganz fleißig Kommentare geschrieben hat. Oh ja, und das zuhauf, liebe Freunde, zuhauf. Und wir haben ja mal gesagt, dass das belohnt wird, sowas. Mhm. Und es wurde in dieser Aufnahmesession belohnt. Und ich muss sagen, er hat sich das nicht nur wegen den ganzen Kommentaren verdient. Er hat jetzt in 3 Tagen, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme wohlgemerkt, 55, 56 Folgen von Ehre am Stück angeguckt. Ja. Am verdammten Stück. Also wenn das nicht belohnt werden muss, soll, darf, wie auch immer, dann weiß ich auch nicht. Vor allen Dingen, das macht einen schon ziemlich stolz, muss ich mal so sagen. Oh ja. Oh ja. Wenn jemand sagt so, boah, ich bin hier drauf gestoßen, durch Zufall, und das ist ja so cool, und ich guck mir jetzt hier die ganzen Folgen an, da weiß man eigentlich irgendwie gar nicht so wirklich, was man sagen soll. Ja, man ist, also ich war perplex ohne Ende.
Ich dachte mir so, ja. Mach mal. Das schaffst du eh nicht ganz, nicht so schnell. Ja, wie Und mein, wie mein, BÄM! wie mein Vorhaben hat, alle deine Folgen zu gucken, was sich dann sehr schnell im Sande der Zeit verlaufen hat. Ja, im Sande der Zeit trifft's gut. Und, Leider. haben wir noch Kies? Ich nicht, nein. Wie er schon die Kisten durchforstet, ja, wo noch keine Schilder sind und auch noch nichts gefüllt ist. Ja, Wir haben doch da lass mich kaum was doch. drin. Ja. Wir Naja, auf jeden Fall wollten wir ihm halt dadurch auch mal Danke sagen. Genau.